Liebe Studierende, wir wollen uns heute mit einer Problematik beschäftigen, die durch die Diskretisierung einer Differentialgleichung auftreten kann, nämlich mit einer numerischen Instabilität. Wir betrachten dazu ein ganz einfaches System, und zwar ein Federbändel. Wir wollen das jetzt reibungsfrei betrachten, da haben wir also die Masse m. Da haben wir die Federkonstante k. Wenn dieses Federpendel hier jetzt um die Ruhelage ausgedehnt wird, das ist keine schöne Zeichnung da, aber man weiß, was gemeint ist. Man hat also jetzt hier eine Auslenkung y, Zeitpunkt t, dann ist die rücktreibende Kraft F ist k mal y und man hat also als dynamisches Grundgesetz Masse mal Beschleunigung ist F Gesamt, das wäre minus k mal y und das ist im Prinzip die Differentialgleichung my2. Ist minus k mal y. Jetzt die Lösung dieser Differentialgleichung, wenn wir y im Zeitpunkt 0 vorgeben, nämlich y0, und die Geschwindigkeit im Zeitpunkt 0 soll 0 sein, also wir dehnen die Feder und lassen dann los, dann haben wir als Lösung der Differentialgleichung y0 mal Cosinus Omega t mit Omega ist Wurzel k durch m. Das haben wir ja schon in anderen Videos nachgewiesen. Das wäre also die exakte Lösung. Und es ist wichtig, dass wir da jetzt eine exakte Lösung haben, weil dann können wir vergleichen, was passiert jetzt, wenn wir diese Differentialgleichung diskretisieren. Und zwar wollen wir eine Diskretisierung durchführen nach der schlechtesten Methode, und zwar nach der Euler-Methode. Aber sie ist am einfachsten zu verstehen. Also wir ersetzen zum Beispiel die Gleichung v von t, dy nach dt, ersetzen wir, indem wir sagen, Vn ist gleich dem Differenzenquotienten, also yn plus 1 minus yn durch dt, dt sei klein. Also wir haben die Ableitung durch den Differenzenquotienten ersetzt, ne? So, jetzt ist die Beschleunigung dv nach dt. Jetzt machen wir das Gleiche. Jetzt sagen wir an ist vn plus 1 minus vn durch dt. Das ist jetzt einmal die gröbste Näherung. So, wie geht es jetzt weiter? Jetzt können wir quasi die Gleichung m mal a ist minus k mal y. Können wir jetzt einmal ersetzen durch m mal vn plus 1 minus vn durch dt ist minus k mal yn. Dann formen wir das um auf vn plus 1, dann haben wir jetzt da mal dt durch m und dann im letzten Schritt plus vn, dann haben wir vn plus 1 ist vn minus k durch m yn mal dt. So, jetzt
müssen wir noch die Beschleunigung hier ins Spiel bringen. Wir können jetzt sagen, V1 plus 1, gehen wir nochmal darauf. Wir können jetzt da V1 plus 1 dann schreiben als yn plus 2 minus yn plus 1 durch dt. Ist jetzt quasi ein Zeitschritt weiter. Und das wollen wir jetzt da einsetzen, dann haben wir nämlich eine Differenzengleichung zweiter Ordnung. Also da können wir jetzt sagen, yn plus 2 minus yn plus 1 durch dt. Und beim Vn machen wir jetzt das Gleiche, also yn plus 1 minus yn durch dt. Und das andere bleibt gleich, also minus k durch m yn dt. Jetzt multiplizieren wir das mit dt. Dann kriegen wir da yn plus 2. Dann nehmen wir das yn plus 1 noch auf die andere Seite. Dann haben wir 2 yn plus 1. Minus yn minus k durch m yn mal dt zum Quadrat. Bringen wir alles auf eine Seite, dann haben wir yn plus 2 minus 2yn plus 1 plus yn, Klammer 1 plus k durch m dt zum Quadrat ist gleich 0. Das hat jetzt die Struktur yn plus 2 plus a1 yn plus 1 plus a0 yn gleich 0. Wir haben es also hier mit einer homogenen Differenzengleichung zweiter Ordnung zu tun. Und das ist jetzt nicht von ungefähr, nicht? Die Differentialgleichung, die wir gehabt haben, das ist ja eine homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung. Und aus dieser homogenen Differentialgleichung zweiter Ordnung wird eben eine Differenzengleichung, eine homogene zweiter Ordnung. Wenn wir hier jetzt unseren Ansatz machen, y, n ist c mal lambda hoch n, dann bekommen wir als charakteristisches Polynom lambda Quadrat minus 2 lambda plus 1 plus k durch m dt Quadrat. Und das muss 0 sein. Jetzt lösen wir das einmal. Lambda 1, 2 wäre dann minus b halbe gibt 1 plus minus Wurzel aus 1 minus 1 minus k durch m dt zum Quadrat. Der 1 unter der Wurzel fällt weg. Das bleibt also was Negatives unter der Wurzel. Das heißt, wir bekommen hier eine komplexe Lösung i Wurzel k durch m mal dt. Und das Wurzel k durch m kürzen wir jetzt ab, weil das ist ja gerade die Eigenfrequenz der Feder. Also wir bekommen für die Lambda-Werte 1 plus minus i Omega dt. Und das Interessante ist jetzt quasi, dass die Lambda-Werte beide größer 1 sind, was den Betrag anbelangt, nicht? Das heißt, wir bekommen
ein divergentes Verhalten instabil bzw. divergent. Also die Amplitude wird anwachsen. Wir könnten jetzt diese Lösung diskutieren, indem wir ynh muss jetzt quasi die Struktur haben, r hoch n mal d1 Cosinus n phi plus d2 Sinus n phi, wie wir es bei den Differenzengleichungen kennengelernt haben. R wäre jetzt der Betrag von Lambda eben, nicht? Und Phi wäre der Arcus tangens vom Imaginärteil von Lambda durch Realteil von Lambda. Das wäre also dann Arcus tangens von Omega dt. Dann könnte man das alles da einsetzen. Das wäre also dann Wurzel aus 1 plus Omega dt Quadrat das Ganze hoch n mal d1 Cosinus, ich lasse es jetzt bei n phi plus d2 Sinus n phi. Und diese Lösung wird eben jetzt größer, also die Amplitude wächst zeitlich an. Also haben wir es mit einem instabilen Verhalten zu tun. Wir wollen uns das jetzt noch kurz anschauen mit einem CAS-System. Also wir wollen jetzt da als Werte einfach einmal k gleich 1 und m gleich 1 setzen. Dann bekommen wir für unser Omega ebenfalls 1. Also Wurzel aus k durch m, das ist in dem Fall 1. Und da müssen wir jetzt zwei Anfangswerte vorgeben, nicht? Also Differenzengleichung zweiter Ordnung ist y0. Nehmen wir als Anfangswert 1, sagen wir. Und y1 nehmen wir ebenfalls 1. Und fürs dt nehmen wir einen kleinen Wert, also 0,01. Und jetzt lassen wir mal eine Menge Punkte rechnen. Sagen wir, n geht von 0 bis 5000. Und jetzt lösen wir diese Differenzengleichung numerisch, also yn plus 2. Wir müssten jetzt also hier diese Differenzengleichung da nach yn plus 2 umformen. Also wir nehmen jetzt quasi diese Differenzengleichung her für die numerische Lösung. Hoppla. Dann haben wir 2 mal yn plus 1 minus y Index n mal 1 plus Omega hoch 2 mal dt hoch 2, Klammer zu. Damit ist die numerische Lösung erledigt. Und das vergleichen wir jetzt mit der exakten Lösung, die wir erkennen, das war y0 mal Cosinus Omega mal t. Und lassen uns das Ganze da zeichnen. Also wir erzeugen eine Grafik.
Und da tragen wir den Zeitpunkt n mal dt auf. Und die numerische Lösung y-Index n, also Lösung der Differenzengleichung, und y zum Zeitpunkt n mal dt. Und vergleichen diese beiden Schwingungen. Damit man das besser sieht, jetzt da mal kurz das vergrößern. Man kann also sehen, die numerische Lösung nimmt in der Amplitude ständig zu und die exakte Lösung wäre also eine periodische Lösung mit konstanter Amplitude.